Ja, wir brauchen alle Geld zum Leben. Nur ist das noch einmal. Ohne Kohle, ohne Knete ist das Leben eine Qual. Und so sollten alle haben, was jeder eben braucht. Das bereichen wie bei Armen stets der Schornstein braucht. Hallo allen von Hartz IV Betroffenen und Bedrohten und allen, die ihnen beistehen. Zuerst zwei Neuigkeiten und ein medizinischer Ratschlag. Die erste frohe Botschaft, zumindest in München, dürfen wir abends wieder Gassi gehen. Sogar ohne Hund. Die zweite gute Nachricht, die Neuauflage von Hartz IV ist in Arbeit. Und deshalb geht es heute rund ums Buch. Aber hier erst noch der medizinische Ratschlag. Seit Sie mich das letzte Mal gesehen haben, bin ich ein Jahr älter geworden. Sogar ein Jahrzehnt. Und meine Freundin, Frau Lieber, die tschechische Messnerin, kennen Sie schon von letztem Mal, sagt dazu: Verrate ich dich Geheimnis, was dir nicht einmal sagt ein Virologe. Geburtstag haben ist gesund. Weil je mehr Geburtstage du hast, desto länger lebst du. Also denken Sie dran. Nun bin ich also 70. In mehr als 50 Berufsjahren war ich dreimal von Armut betroffen. Einmal als junge Mutter, einmal als Künstlerin, einmal als Kranke. Das erste Mal nach 10 Theater- und Fernsehjahren als junge Single-Mama. Das zweite Mal nach 35 Berufsjahren während einer Branchenflaute 2004, 2005. Das dritte Mal wegen einer langwierigen Erkrankung. Das war zwischen 2008 und 2013. Die erste Armutsphase hat mich lange vor Hartz IV getroffen. Die zweite am Übergang zur Agenda 2010 und die dritte, als das Unkraut Hartz IV in voller Blüte stand. 2011 wurde mein Bühnenstück Harz Grusikel mit dem Stuttgarter Autorenpreis ausgezeichnet. Seitdem setze ich mich für die Enttabuisierung der Armut öffentlich ein, indem ich meine Geschichte erzähle, stellvertretend für viele andere, für immer mehr andere. Dem Bühnenstück folgte das Buch. Der Verlag Neuer Weg hatte den Mut, das heiße Eisen anzupacken und es auf den Weg zu bringen. Im März 2018 wurde Hartz IV auf der Leipziger Buchmesse vorgestellt. So ein Armuts-Outing aus der Kulturwelt war ungewöhnlich. Das Bekenntnis zum Armsein ist nicht gerade auftragsfördernd. Das Interesse bei Medien, Veranstaltern und Publikum war umso größer. Auch im Vorfeld des lange erwarteten Sanktionsurteils, das im November 2019 vom Bundesverfassungsgericht verkündet wurde und das auch berücksichtigt wird in der neuen Buchausgabe. Doch schon 2018 wurde ich nach Presse- und Fernsehberichten zu Lesungen eingeladen. Daraus wurden Lesungen mit Spielszenen, eine Veranstaltung führt zur nächsten. Ich las und spielte in Buchhandlungen und Büchereien, in Volkshochschulen und Kirchen, in Gemeinde- und Kulturzentren, in Theatern und sozialen Einrichtungen, bei Fachtagungen und Parteien in ganz Deutschland und bei der Arbeiterkammer Oberösterreich. Beeindruckende Begegnungen führten zu neuen Freundschaften. Aus berührenden Berichten ergaben sich intensive Gespräche, aus Fragen fetzige Diskussionen. Als ich Ende 2019 auf Einladung von Katja Kipping bei mehr als 15 Jahre Kampf gegen Hartz IV im Bundestag auftrat, habe ich nicht geahnt, dass keiner der Termine, die in meinem 2020-Kalender eingetragen waren, stattfinden würde. Zum damaligen Zeitpunkt ahnte niemand, wie bald
und wie sehr das Thema Armut noch an Brisanz gewinnen würde. Und niemand hätte für möglich gehalten, was im März 2020 Realität wurde. Theater, Kinos, Opernhäuser, Konzertsäle, Museen geschlossen, Schulen, Kitas, Kindergärten und soziale Einrichtungen zu und selbst die Armentafeln zeitweise außer Betrieb. Messen und Freizeitveranstaltungen abgesagt, Fußball, Geisterspiele ohne Publikum, Museen, Volkshochschulen, Fitness, Tanz, Kosmetik und Friseurstudios verwirrend wechselhaft zugänglich oder auch nicht, Zoos dicht gemacht, Volksfeste und Zirkusvorstellungen gecancelt, Hotels, Restaurants, Biergärten und Cafés verrammelt und leer, kulturelle Veranstaltungen verkleinert, verschoben, verboten, Solo-Selbstständige mit guter Auftragslage, Berufsverbot, ohne Einkommen, staatliche Hilfen kommen spärlich, zögerlich oder gar nicht. Mehr als 2 Millionen bis dahin erfolgreiche Solo-Selbstständige, die ihren Beruf nicht mehr oder kaum noch ausüben dürfen oder können, davon rund 1,2 Millionen allein in der Kultur- und Kreativwirtschaft, stehen vor dem Nichts. Und ein Ende der Maßnahmen und Einschränkungen ist auch jetzt im März 2021 nicht abzusehen. Deshalb, auch wenn die Fortsetzung der Lesereise in absehbarer Zeit kaum möglich sein wird, erzähle ich meine Geschichte hier weiter, stellvertretend für immer mehr Betroffene. Für heute nur noch ein kleines Gedicht. Es heißt Das Eckregelsätzchen. Einige werden es sehr gut kennen. Trambahn fahren, trinken, essen, Strom und Warmwasser, nicht vergessen, Röcke, Hosen, Unterhosen, Stiefel, Strümpfe, Socken, Dosen, Krankengymnastik für etwas mehr Schwung, Haftpflicht und Hausratversicherung, Instandhaltung und Reparaturen von Fahrrad, Tisch und Klo und Uhren, neue Mütze, Schuhe, Besen, früher billiger gewesen, Phone oder Handy, Post und PC, das alles soll, wenn ich richtig sehe, im Regelsatz enthalten sein. Wer wahrlich, wenn's wahr wäre, fein. Doch es gibt noch andere Posten, die alle Geld und Kleingeld kosten. Und wer rechnet, kommt zum Schluss, dass mit vielem Schluss sein muss. Pommes einmal bitte klein, das lässt du mal besser sein. Und willst du auch noch ins Café, ich bald schon rote Zahlen sehe. Zum Glück sind die Cafés jetzt dicht. So hast du die Verführung nicht. Aber Zahnbürste und Zahnpasta kaufen, für Angebote endlos weit laufen, denn das Rad ist kaputt und nun gehst du zu Fuß. Mit Reisen und sowas war vorher schon Schluss. Und das gilt inzwischen so ziemlich für alle. Du sitzt nicht mehr allein in der Falle. Bücher? Nur noch in der Bücherei. Zersprungene Teekanne einerlei. Tee schmeckt auch aus der Kaffeekanne. Das Wünschen? Hau dir in die Pfanne. Bildung? Und Fortbildung? Was ich da mache? Mit 1,61 pro Monat, dass ich nicht lache. Sport, Freizeit und Ausflug, wo nehme ich das her? Natur und Kultur gibt's nun auch nicht mehr. Doch auch in der Kulturverzichtpein bist du inzwischen ja nicht mehr allein. Weihnachtsbaum, Weihnachtskarten und Kerzen, nein, mir ist wirklich nicht zum Scherzen gestrichen, das unnütze Material, neuer Zahn, neue Brille. Die Berechnung ist Qual, das kostet doch alles und immer mehr. Bald läufst du blind und zahnlos umher. Auch Waschen und Bügeln ist nicht gratis zu haben. Statt zu kochen, kannst du dich an Rohkost laben von der Tafel. Denn damit sparst du die Kohle für den Schuster, auf dass er die Schuh neu besohle. Und wenn ich sehe, was so ein Kübel Wandfarbe kostet, wird mir übel. Nein, besser, die Wohnung bleibt unrenoviert. Auch der Friseurbesuch ist storniert. Ist es nicht schön und ein bisschen zum Lachen, dass auch andere jetzt diese Erfahrung machen? Doch im Sommer ein Eis, das wäre schön. Oder einmal in den Biergarten gehen. Naja, falls der bis dahin wieder offen ist, bis zum nächsten Sommer. Kräuter auf der Fensterbank lieber nicht, du bist schon blank. Blumen, Frühlingsduft und Fisch. Frisch mal sie dir auf den Küchentisch.
Fitnessstudio, damit man nicht rostet. Weißt du, was das alles kostet? Beim Citylauf die Startgebühr? Hey, bitte, was denkst du dir? Hoppies frönen, jetzt hört's aber auf. Teppich dreckig? Lauf weiter drauf. Der Teppich ersetzt ja jetzt sowieso für alle das Tanzstudio und Co. Katze füttern? Privatvergnügen. Doch auch goldfischfrei ist's nicht hinzubiegen. Glühbirne ersetzen, das war einmal im Jahr. Sparlampen sind jetzt noch teurer sogar. Und Mangelware ist bei dir, daheim sogar das Klopapier. Auch Zeitung wie in alter Zeit liegt auf dem Häusel nicht bereit. Da Zeitung viel zu teuer ist, kannst du damit nicht wischen. Mist. Man kann halt nicht im Luxus turnen von 446 Euronen. So viel ist der monatliche Regelsatz 2021. Doch sei nicht traurig, armes Schätzchen. Beim wundersamen Regelsätzchen hat Vater Staat sogar bedacht, dass dies und jenes über Nacht ganz und total kaputt gehen kann. Und das was Neues dann muss ran. Wenn ein Gerät endgültig tot, soll retten dich aus tiefster Not der Ansparbetrag, der Anschaffung diene, von Kühlschrank, Bett oder Waschmaschine. Und spart man fleißig 10 Jahre oder mehr, so fällt so ein Neukauf, sagen wir Secondhand, gar nicht mehr schwer. Und spart man noch 2 Jahre drauf, reicht's auch für den Transport vom Kauf. Was? Medikamente, die lass heute mal sein. Gewohnheiten ablegen, das soll schließlich befreien. Und jetzt wieder zu unserer Rubrik, die Sie ja schon kennen, Arm und Reich vor 8. Heute über die sich verschärfende soziale Krise und die Leiden der Kinder. Der Kampagnenverein Kampakt e.V. schreibt: Kind sein in der Krise, das ist schwer. Einige trifft es besonders hart. Durch Corona gibt es zusätzliche Kosten. Alleinerziehende Menschen mit kleiner Rente, Arbeitslose und Geringverdienende. Die Pandemie bringt die Ärmsten in besondere Not. Wenn Sie in den Bus steigen oder einkaufen gehen, brauchen Sie FFP2-Masken. Fürs Homeschooling sind ein Computer und ausreichend schnelles Internet nötig. Das gilt auch für Aufstockerinnen im Homeoffice, die trotz Vollzeitjob nicht von ihrer Arbeit leben können. Für Kinder fällt das Mittagessen in der Kita oder in der Schule weg. Der Koalitionsausschuss hat beschlossen, dass diese Menschen 150 Euro erhalten als einmalige Zahlung. Umgerechnet auf die 12 Monate seit Beginn der Pandemie sind das Ganze 14,50 Euro pro Monat. Das reicht nicht, um die Kosten zu stemmen. Großkonzernen hilft der Staat mit Milliarden. Für arme Menschen bleibt fast nichts übrig. Folgende Meldungen waren in den vergangenen Monaten folgenden Medien zu entnehmen: Süddeutsche Zeitung, Die Zeit, Hilfetelefon Nummer gegen Kummer, BKJ, Bundesverband der Kinder- und Jugendpsychotherapeuten, Charité Gewaltambulanz, Deutsche Alzheimer-Gesellschaft, Fachverband Sucht, Stiftung Deutsche Depressionshilfe, 1Live, Professor Dr. Thomas Huber vom Klinik am Corso und andere Quellen. 23% mehr Fälle von Gewalt an Kindern in der Gewaltambulanz der Charité im ersten Halbjahr 2020. 600.000 Kinder erleben zu Hause Schläge, Stöße und Schlimmeres. Das sind 6,5% der Kinder in Deutschland. 461.000 Kinder haben im Jahr 2020 die Nummer gegen Kummer gewählt. Allein die Online-Beratung hatte einen Zuwachs von 31% zum Vorjahr. Diese 31% entsprechen 10.428 Kontaktaufnahmen durch Kinder und Jugendliche in Not mehr als sonst.
Die Jugendnotmail und die Online-Jugend- und Elternberatung verzeichnen Steigerungen seit März 2020 um zeitweise 50%. 2,6 Millionen Kinder leben auch ohne Corona mit suchtkranken Eltern unter einem Dach. Das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen verzeichnet seit April 2020 einen sprunghaften Anstieg an Beratungen von 15 bis 20%. 67% der Jugendlichen zwischen 18 und 24 fühlen sich zurzeit überdurchschnittlich psychisch belastet. 800.000 Menschen leiden in Deutschland an Magersucht. 6 bis 10% sterben daran. Seit Herbst gibt es 10 bis 20% mehr Anfragen nach Therapieplätzen. In 50% der Haushalte leben Menschen allein. 74 der an Depressionen Erkrankten geben in einer Befragung an, durch den Lockdown extrem belastet zu sein. Armut und Existenzangst nehmen dramatisch zu. Magersucht, aber auch Fettsucht. Letztere Betroffene schweigen meist. Chronisch schwer Kranke, Menschen mit Krankenhauskeimen, die teilweise trotzdem ihre Medikamente selbst bezahlen müssen. Da die Verbraucherpreise zugleich um knapp 0,5% gestiegen sind, mussten abhängig Beschäftigte in der Bundesrepublik Verdiensteinbußen von real rund 1% hinnehmen. Trotz allem einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Nahrung, Wohnung, Wärme, Kleidung, Freiheit, Würde, Freundlichkeit und ein kleines bisschen Luxus auch einmal von Zeit zu Zeit. Nährendes für Leib und Seele, wohnen mit genügend Raum, warme Füße, warme Herzen, Menschlichkeit ist unser Traum. Ja, das brauchen alle Menschen, das ist klar. Darum machen wir den Traum für alle wahr. Es ist höchste Zeit für mehr Menschlichkeit. Darum machen wir den Traum doch endlich wahr. Es ist höchste Zeit für mehr Menschlichkeit. Darum machen wir den Traum doch endlich wahr. Ja, wir träumen, dass wir alle leben dürfen ohne Not. Und dass keiner bangen müsste oder kämpfen um sein Brot. Oder um die Menschenwürde. Menschlichkeit, aber leider ist's für viele längst noch nicht so weit. Not und Unfreiheit und Sorge herrschen selbst in unserem Land. Dass es anders werden möge, das liegt auch in unserer Hand. Ja, das brauchen alle Menschen, das ist klar. Den Traum für alle wahr. Es ist höchste Zeit für mehr Menschlichkeit. Darum machen wir den Traum doch endlich wahr. Es ist höchste Zeit für mehr Menschlichkeit. Darum machen wir den Traum doch endlich wahr. Für die Mütter, für die Väter, für die Alten, für das Kind. Alle Menschen brauchen Schutz und Obdach gegen Angst und Wind. Alle Menschen brauchen Liebe, Würde, Achtung, Herz und Hand. Das sieht jeder ein mit einem letzten Funken von Verstand. Ja, das brauchen alle Menschen, das ist klar. Darum machen wir den Traum für alle wahr. Es ist höchste Zeit für mehr Menschlichkeit.
Unsterblichkeit. Darum machen wir den Traum doch endlich wahr. Es ist höchste Zeit für mehr Menschlichkeit. Darum machen wir den Traum doch endlich wahr. Ja, wir brauchen alle Geld zum Leben. Wo ist das noch einmal? Ohne Kohle, ohne Knete ist das Leben eine Qual. Und so sollten alle haben, was jeder eben braucht. Das bereichen wie bei Armen stets der Schornsteinrauch. Ja, das brauchen alle Menschen, das ist klar. Darum machen wir den Traum für alle wahr. Es ist höchste Zeit für mehr Menschlichkeit. Darum machen wir den Traum doch endlich wahr. Es ist höchste Zeit für mehr Menschlichkeit. Darum machen wir den Traum doch endlich wahr. Selbst entscheiden, was man tun will, selber wissen, was man kann. Schaffen, was man sinnvoll findet und auch träumen dann und wann. Gehen, wohin man gehen möchte, wohnen dürfen, wo man wohnt. Arbeit tun, die sinnvoll wäre, und zwar Arbeit, die sich lohnt. Und auch kühne Pläne haben, ob erfolgreich oder nicht. Und ein Lächeln für die Zukunft im Gesicht. Ja, das brauchen alle Menschen. Das ist klar, darum machen wir den Traum für alle wahr. Es ist höchste Zeit für mehr Menschlichkeit, darum machen wir den Traum doch endlich wahr. Es ist höchste Zeit für mehr Menschlichkeit, darum machen den Traum doch endlich wahr. Wo sind Bruder, Schwester, Nachbarn, Helfern, Freunde und Verwandte? Wo sind Vettern und Cousinen? Wo sind Eltern und Bekannte? Wie oft sollen wir noch lesen? Schon wieder einer tot. Und wann werden die Behörden je zum Anker in der Not? Denn wir alle brauchen Hilfe, das ist klar. Darum machen wir den Traum für alle wahr. Es ist höchste Zeit für mehr Menschlichkeit. Darum machen wir den Traum doch endlich wahr. Es ist höchste Zeit für mehr Menschlichkeit, darum machen wir den Traum doch endlich.